Servus zusammen. So, schön langsam können wir die Tage wieder runterzählen, solange das 9-Euro-Ticket noch gültig ist. Und was passiert dann ab September mit dem ÖPNV? Tja, da hat die Bundesregierung wohl nicht wirklich drüber nachgedacht. Wir Freie Wähler fordern eine Fortsetzung von so einem vergünstigten Ticket für den ÖPNV. Aber was haben die letzten 2,5 Monate deutlich gezeigt? Die Menschen auf dem Land haben doch kaum von dem günstigen Ticket profitiert. Alte Bahnstrecken werden gar nicht angefahren, Bahnhöfe sind stillgelegt und Bushaltestellen gibt es quasi nur noch für Schüler. Und der Bus, der in die Stadt fährt, kommt dann eben nur noch ein- oder zweimal am Tag, wenn überhaupt. Das müssen wir dringend ändern. Mit den Vorschlägen aus Berlin gelingt die Energiewende doch niemals. Und das bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen? Naja, die sind wohl im Moment eher mit den Kohlekraftwerken beschäftigt. Aber solange die Hälfte der Bevölkerung nach wie vor auf das Auto angewiesen ist und solange Bus und Bahn nicht deutlich zuverlässiger fahren, rückt die Verkehrswende in weite Ferne. Dabei gäbe es doch einfache Lösungen, die wir jetzt sofort ändern könnten. Unsere Freie Wähler Landtagsfraktion stellt schon mal die Weichen dafür in der Staatsregierung. Erst muss natürlich die Infrastruktur angepackt werden. Bauen, bauen, bauen heißt das Stichwort, damit wir in den ländlichen Raum wieder besser an das Schienennetz angeschlossen bekommen. Und bereits in unserem Koalitionsvertrag haben wir Freie Wähler die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für die Metropolen wie Nürnberg, Augsburg und München vereinbart. Das sind doch einfach echte, ganz konkrete Lösungsvorschläge. Ein zuverlässiges und regelmäßiges ÖPNV-Netz für ganz Bayern. Nur das gewährleistet eine umweltfreundliche Mobilität in unserer Heimat. Und nur dann bekommen alle Bürgerinnen und Bürger in Bayern einen echten Mehrwert. Also Berlin, komm endlich mal in die Puschen. Wir in Bayern gehen mit gutem Beispiel voran. Jetzt muss der Bund reagieren. Alles Gute und ich hoffe, ihr kommt bei eurer nächsten Zugfahrt gut und sicher an euer Ziel an. Euer Felix.